Wie ihr an dem roségoldenen Ring erkennen könnt, geht es in diesem Video um den neuen Epson QB1000. Und wie ihr an dem Farbfilter sehen könnt, geht es um das Tuning. Jetzt! Hallo und herzlich willkommen bei Avitect. Über unser Contrast Master Tuning haben wir euch ja schon sehr viele Informationen gegeben, viele Know-how-Videos, viele Produkttunings. Und dabei haben wir oft auch gejammert, wie aufwendig es ist, einen Filter zu entwickeln und das Tuning anzupassen. Aber dann gibt es auch Glücksfälle, bei denen wir sehr wenig Arbeit haben. Und so ein Glücksfall ist der QB1000, der aufgrund seiner Verwandtschaft zum LS12000 sich vom Chassis ja gar nicht geändert hat, außer eben dieser Ringfarbe. Und davon profitieren wir insoweit, dass wir den Filter ohne jegliche Veränderung hier auch anwenden können. Und auch das Tuning-Verfahren ist tatsächlich absolut identisch geblieben zum LS12000, sodass wir in diesem Video auch gar nicht alle Einzelheiten erneut nochmal wiedergeben wollen. Wer hier alle Details wissen will, der kann auf unser LS12000-Tuning-Video zurückgreifen, das wir euch hier einblenden. Und da erklären wir die gesamte Tuningweise nochmal detailliert, die absolut identisch zum QB1000 ist. Aber die Ergebnisse, die weichen dann doch etwas ab und die schauen wir uns jetzt an. Im ersten Schritt wollen wir den QB1000 einmal ungetuned betrachten. Also dafür nehmen wir jetzt einfach mal den Filter ab. Wer unser Testvideo schon gesehen hat, der kennt ja jetzt die Testergebnisse. 3300 Lumen hat dieses Gerät brutto, allerdings nicht bei perfekten Farben, schon mit sichtbarem Grünstich. Davon verbleiben, wenn man das Gerät kalibriert, ungefähr 2600 Lumen, immer noch ein sehr hoher Wert. Aber es gehen natürlich schon 600 bis 700 Lumen durch die Kalibrierung verloren. Der Kontrast beträgt kalibriert 4500 zu 1 nativ. Das ist ebenfalls ein sehr guter Wert. Aber dadurch, dass der QB1000 ein paar hundert Lumen heller ist als der LS12000, ist natürlich auch sein Schwarzwert dann etwas heller, da das Kontrastverhältnis gleich geblieben ist. Zwar wurde das Dimming etwas aggressiver programmiert, dafür aber auch etwas langsamer in der Reaktionszeit. Insgesamt ein sehr gutes Ergebnis bei dem QB1000, aber es geht natürlich noch etwas besser. Und hier nun die Ergebnisse des getunten Gerätes. Die 3300 Lumen brutto benutzen wir im Dynamikmodus und korrigieren die mit Hilfe des Farbfilters. Dann kommen wir netto auch auf die 2600 Lumen, wie bei dem normal kalibrierten Gerät. Aber der Schwarzwert wird signifikant verbessert. Und zwar um 25 bis 30%, sodass wir tatsächlich die 7000:1 Marke knacken. Rein nativ. Durch das dynamische Dimming, wenn man es zuschaltet, kommen wir auf einen noch höheren Wert. Ja, und mit diesem Tuning gleichen wir gerade diese Lücke zwischen QB1000 und LS12000 wieder aus. Unser getunter QB1000 ist vom Schwarzwert genauso gut, eigentlich sogar ein bisschen besser als ein ungetunter LS12000. Und so hat man das Beste von beiden Welten. Die 2600 Lumen Helligkeit, die enorme, und den extrem guten Schwarzwert. Was will man mehr? Soweit die messtechnischen Ergebnisse. Jetzt wollen wir uns auch mal die Praxis angucken im Splitscreen-Verfahren. Auf der linken Seite seht ihr den QB1000 ungetunt, auf der rechten Seite getunt. Und da unser Filtertuning ja den Schwarzwert verbessert, sieht man den Unterschied natürlich in dunklen Szenen, bei dem auch viel Schwarz vorkommt. Auf der linken Seite seht ihr, dass der QB1000 schon ein bisschen aufgehellt ist, ein bisschen milchig wirkt und auch nicht den guten Schwarzwert des LS12000 ganz erreicht. Auf der rechten Seite seht ihr den abgesenkten Schwarzwert, der auch in dunklen Szenen dafür sorgt, dass es keinen störenden Nebel mehr gibt. Gerade in Spielfilmen kommen viele dunkle Szenen vor, sodass das Tuning gerade für die Spielfilmanwendung besondere Vorteile bietet. Ach, ihr seid ja auch noch da. Ganz ehrlich, die Kombination von Lichtleistung, Inbildkontrast und Schwarzwert hat mir so gut gefallen, dass ich mir den QB1000 jetzt erstmal fürs Wochenende ausleihe und selber einige Filme damit anschauen werde. Und wenn ihr auch neugierig geworden seid, dann kontaktiert einen Avitecten in eurer Nähe und macht einen Vorführtermin aus für den QB1000 getunt, ungetunt und im Vergleich zum LS12000. Bis dahin, euer Ecki. Tschüss.